So, in unserer heutigen dritten Episode geht es hauptsächlich um den Kauapparat, geht es um Karies als Anriss, geht es um Parodontose, geht es um Kreidezähne, geht es um die Mundschleimhaut, geht es um die Immunität in unserer Eintrittspforte in den Körper. Denken Sie, wir haben einen Riesentunnel, der uns durchtrennt. Und wir haben natürlich auch das Thema Schluckstörung. Was kann dabei passieren? Welche Krankheiten sind damit verbunden? Also seien Sie gespannt, gleich geht's los. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode zum Thema gesunde Verdauung. In der letzten Woche haben wir uns ja um den Kopf gekümmert, um unser Esszimmer, und eigentlich sind wir da noch nicht so ganz fertig geworden, deswegen steigen wir dort auch heute wieder ein. Sie erinnern sich, es ging um Riechen, Schmecken und Appetitanregung und Kauen, und beim Kauen haben wir, außer dass wir erwähnt haben, dass wir ein bisschen einspeicheln müssen, eigentlich nicht viel erzählt. Aber da setzen wir heute an. Kauen bedeutet, ich brauche einen gesunden Kauapparat. Ich muss also die Muskulatur vernünftig haben, die darf nicht knacken, das darf nicht wehtun. Ich muss vernünftige Zahnreihen haben, die müssen von der Kauleiste aufeinander passen. Ich muss vernünftig kauen, malmen können. Ich muss mir Zeit nehmen zum Kauen. Ich muss das Ganze vor allen Dingen einspeicheln können. Denn wir haben ja oben ja unsere Eintrittspforte in den Magen-Darm-Trakt hinein. Das sind ja immerhin mindestens 400 Quadratmeter Tunnel durch uns durch. Wenn wir zwischen dem Mund und dem After mal alle Zellen nebeneinander legen würden, gibt es sogar Studien der Uni Marburg, die gehen von 15.000 Quadratmeter aus. Und wenn man sich da Gedanken macht, was die Haut mit 1,8 Quadratmeter gerade hergibt, da kommt als nächstes die Lunge mit 80 Quadratmeter. Also wir müssen uns auf jeden Fall um den Magen-Darm-Trakt als unsere größte Kontaktfläche zur Außenwelt auch wirklich kümmern. Und wir starten eben mit der Mundschleimhaut, die nicht verletzt sein darf und die vor allen Dingen die Zähne gut umschließen muss. Und wer dort schon Mangelsymptome hat, die dazu führen, dass er immer wieder Karies, dass er immer wieder Parodontose entwickelt, der kann davon ausgehen, dass ihm auch in anderen Bereichen des Körpers einiges fehlt und dass möglicherweise einfach auch die Verdauung innerhalb der Mundhöhle schon gar nicht richtig mehr startet. Und er ist natürlich auch gefährdet, dass er bestimmte Dinge einfach gar nicht essen mag. So hieß es doch früher in der Apfel- oder Zahnpasta-Werbung, damit Sie jeden Tag kraftvoll reinbeißen können, diesen Apfel. Kein Zahnfleisch, kein Blut an diesem Apfel zu sehen. Sehr super, sagen wir mal, Zahnbissabdruck in diesem Granny Smith-Apfel, den es da seinerzeit, wenn ich mich grob richtig erinnere, gab. Den müssen Sie eigentlich auch heute noch hinbekommen. Und insofern ist es wichtig, dass diese Zahngesundheit erhalten ist. Und das ist ein Punkt, wo ich immer darauf verweise: Gehen Sie regelmäßig zum Zahnarzt, putzen Sie Ihre Zähne regelmäßig, sorgen Sie dafür, dass zwischen den Zahnräumen alles sauber ist, nutzen Sie zur Not auch Zahnseide und achten Sie darauf, dass die Zahngesundheit wahrgenommen wird. Als Eltern achten Sie bitte darauf, es gibt ja das Thema der sogenannten Kreidezähne, das ist ja schon fast eine Epidemie, die Jugendliche, Kinder und Jugendliche im Grunde genommen zu einem Drittel etwa wirklich erfasst, wo also die Mineralisation der Knochen, des Zahnschmelzes gar nicht mehr richtig erfolgt, dass sie also gar nicht richtig reinbeißen können, weil die Zähne einfach zu weich sind. Und die Ursachen dafür sind, wenn man mal auf den Homepages der Zahnärztekammern schaut, dort kriegt man eigentlich eine ganz gute Verlinkung hin, zurückzuführen auf Antibiotikagaben in bestimmten frühen Phasen des Lebens der Kinder und vor allen Dingen durch den Kontakt zu Weichmachern, die eben heute fast nicht mehr wegzudenken sind, weil wir so viel Mikroplastik überall haben. Und da ist es eben dran zu denken, dass Sie möglichst keine Plastikvarianten zusätzlich verwenden, die Sie Ihren Kindern dauerhaft Anteil oder anheim werden lassen. Das fängt mit der Aufbereitung des Schnullers mit, ob Sie Plastik- oder Glasflaschen nehmen, ob Sie das in irgendwelchen Tüten mitgeben oder ob Sie das lieber in Pergamentpapier einpacken oder ob es andere Varianten gibt, wie Sie solche Dinge aufbewahren, auch im Kühlschrank aufbewahren, um einfach den Eintrag von Weichmachern zu reduzieren. Das gehört natürlich auch dazu, wie Sie das Kinderzimmer gestalten, welches Spielzeug Sie verwenden, was die Kinder in den Mund stecken. Das alles ist ein weites Thema. Der Weichmacher, der Phthalate, der Bisphenole A war es in der Vergangenheit, jetzt heißt es S. Ist auch nicht besser und gesünder. Schauen Sie vielleicht auch bei mir mal in die Newsletter, die ich wöchentlich schreibe. Da gibt es Suchfunktionen, wo Sie auch auf diese Begriffe suchen können, und dann finden Sie die verlinkten Studien und Veröffentlichungen dazu, um das zu vertiefen. Der Speichel, um da nochmal darauf zurückzukommen, hat eine Verbindung, hat einen serösen, einen mucinösen Anteil.
Und der mucinöse Anteil wird also eher durch, das ist so relativ trocken, so zäh, so, das zieht schon fast Fäden. Das ist das, wenn Sie unter Stress stehen und wenn Sie sozusagen Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn es Ihnen quasi aus dem Mundwinkel fast rausläuft, gibt es ja leider bei Krebspatienten im Endstadium oder bei Leuten, die eben auch sehr viel parasympathisch wirkende Medikamente vielleicht bekommen, dann haben Sie einen serösen Speichel und den kann man wiederum auch mit Mitteln gegen den Parasympathikus wirkend reduzieren, um damit eben diese vermehrte Speichelbildung, dass man gar nicht weiß, wohin damit, was auch aus der Lunge manchmal rauskommt, dass man hier kaum Luft bekommen kann, eben auch therapieren und wäre dann im Einzelfall abzustimmen. Und größten Schwerpunkt hat das natürlich in der Palliativmedizin, aber es gibt eben auch andere Menschen, die sowas von entspannt sind, dass ihnen quasi zu viel Speichel gebildet wird oder dass sie zu viel Schleim im Nasen-Mund-Rachenraum haben und wo dann einfach mal mit solchen Methoden auch gegengesteuert werden kann. Schluckstörungen. Schluckstörungen können natürlich auftreten durch neurodegenerative Erkrankungen, MS, Parkinson, ALS, weitergehende neurodegenerativen Erkrankungen, aber eben auch durch einen Schlaganfall oder eben durch Virusinfekte, die also gerade für die Innervation des Schluckapparates verantwortlich sind. Es kann sich natürlich auch dort beginnend mit Heiserkeit irgendwie ein Krebs entwickeln, eine Stimmlippen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die unbedingt dann auch in die fachärztliche Diagnostik gehören, wo man nicht lange warten sollte, sondern es wichtig ist, dass man wirklich sich die Stimmlippen auch anschaut, dass man guckt, wie der Schluckapparat geht, eventuell den Radiologen mit ins Boot holen, der über den Breischluck auch guckt, wie zum Beispiel die Abfolge der Peristaltik auch in der Speiseröhre, was ja dem sich anschließt, dann kommt. Denn schlimm wäre ja, wenn sie sich verschlucken, wenn die Dinge in die Lunge kommen, eine Lungenentzündung dazu kommt. Das gilt es zu vermeiden. Oder wenn ständig alles nach oben läuft und dann in die Lunge kommt, auch das sollte nicht sein, denn die Innervation kann ja auch die Speiseröhre betreffen. Ja, und nun sind wir beim Sodbrennen gelandet und Sodbrennen hat ja was mit der Speiseröhre zu tun, aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann sind wir doch schon fast bei 10 Minuten und wir möchten es doch eigentlich knapp halten und deswegen sage ich, Sodbrennen können wir auch noch nächste Woche haben. Also bleiben Sie dran, nächste Woche brennt's. Bis dann, tschüss!